Gut. Und das zweite Teil. Sollte ich so, das liegt da an dem Turm. Ah, Scheiße. Gut. So. Jetzt muss ich mal kurz hier ein bisschen Busch entfernen. Habe ich irgendwo die Kettensäge? So, diesen. Warte mal, das ist eine Raffinerie, genau. Wo war das? Hier. Wo ist denn der Eingang? Der Eingang ist hier. Stellen wir den Scheiß mal ruhig. Hier so hin. Dann möchtest du bitte Restkunststoff machen. So, warte mal, was brauchst du dafür? Wasser und Polymerharz. Okay, warte. Ich brauche jetzt erstmal einen Förderband-Fusionator. Gut. Das hätten wir. Was jetzt noch fehlt, ist Wasser. Kriege ich hier so ein Rohr rumgebaut? Ja. Kommen wir erstmal hier mit hin. Dann brauche ich jetzt so ein Wasserpumpendings. Wasserextraktor, genau. Das Ding stellen wir einfach dahin. Dann verbinden wir das. So. Und dann haben wir den Ausgang. Es produziert nur Kunststoff, ja. Ne, wobei das gefällt mir nicht, das ist zu steil. Gehen wir mal bis hier hinten, drehen das ein bisschen, so. Das müsste doch jetzt eigentlich so. Junge. Es geht genau rüber. Finde ich geil.
dieser Kram. So. Und das müsste jetzt eigentlich Container machen. Und dann läuft wieder alles. Quasi. Ja gut, ich habe jetzt natürlich wieder das langsamste Förderband genommen, das ich nur irgendwie finden konnte. Aber das ist dann ja im Endeffekt egal, Hauptsache hier passiert was. Ja, es geht. Ja, sehr gut. Man ist ja gut gekommen, gut weit gekommen, aber eben nicht so weit, wie es sein müsste. Okay. So, dann läuft das hier schon mal. Ich hoffe jetzt auch wieder auf so einer erstmal nicht so schnell endlichen Basis. Gut. Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz hier hinten nochmal gucken, ob hier irgendwas stillsteht und wenn ja, warum. Voll. Voll. Das Ganze nach oben. Voll. Okay, das läuft nicht mehr, weil Plastik voll ist. Ich habe zuerst auch überlegt, das einfach darüber zu transportieren, aber dann sammelt sich das Polymerharz. Dann haben wir da noch Container. Die sind natürlich auch alle voll. Logisch. Ja. So, ist hier sonst noch irgendein Containerstapel? Ja, hier. Und ich glaube, das wird auch langsam voll. Okay, cool und so. Aber wo? Ach, das Polymerharz kommt von da. Nicht Polymerharz. Was? Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ah ja. So, hier wird das hingeliefert, ne? Petrolkoks heißt der Scheiß. Genau, warum? Warum kommt hier keiner mehr? Das Ding arbeitet auf. Das auch. Ja. Es ist also gar nicht stehen geblieben. Aber das ist natürlich voll, weil die... weil Gummi so wie Plastik voll ist. Ja, das ist schlecht. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal noch so ein paar Schredder hinbauen, weil Petrolkoks wird natürlich nur erstellt, wenn Plastik und Gummi hergestellt werden kann. Und da das gerade nicht wirklich der Fall ist, weil das alles voll ist, muss ich
improvisieren. Die Frage ist bei der Geschichte, wie?